Yo, Guys, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu Lysato Gaming. Heute Build & Talk. Unfassbar war Episode 7. Und ich bin, krass gehypt. Ich sag mal Part 7, besser gesagt. Ich habe mir hier eine kleine Wohlfühl-Oase gebaut inmitten unseres Sonnenblumenfelds. Das finde ich eigentlich ganz, ganz nett, ne? Denn man muss ja auch, ich sag mal, von der harten Arbeit entspannen können, ne? Und, ja. In der letzten Episode haben wir dieses tolle Feld gestartet. Erst mit Sonnenblumen, dann mit normalen Pfingstblumen oder wie sie heißen. Und wir haben über die besten Spiele aller Zeiten geredet, in meinen Augen. Oder meine Lieblingsspiele besser gesagt. Ja, und in der heutigen Episode werden wir ein kleines, ja, ich sag mal, Gebäude hier neben dran sitzen. Ob es klein wird, weiß ich noch nicht. Und ich würde sagen, darauf die Episode fangen können wir eigentlich theoretisch schon hier mit dem Fluss anfangen. Naja, müssen wir mal gucken. Ja, was gibt es hier zu tun? Es gibt Möglichkeiten, ne? Wir nehmen als erstes Bruchstein. Das sage ich jetzt einfach mal so, weil ich es kann, ne? Wir nehmen Akazienholz, das ich echt cool finde. Akazienhonig jetzt kaufen. Ach ja, ich weiß, was wir machen wollten. Wir wollten nochmal so ein, ich weiß nicht, wie nannte ich das, Strohballenhaus oder sowas bauen. Machen wir auf jeden Fall. Jetzt einfach mal. Weil wir es können. Natürlich nur, weil wir es können, weil, ganz ehrlich, das kann nicht jeder. Ne? Nicht jeder ist fähig, ein derartiges Meisterwerk wie ein Strohballenhaus zu bauen. Ne? Erstmal F1 drücken. Ne? Ist ja legendär mittlerweile. Und, ja. Wir führen den Weg fort. Wir führen den Weg fort. Boah. Sieht schon sehr mächtig aus, darf ich wohl sagen, ne? Mächtig. So, machen wir mal hier. Zack, zack, zack. Kann man eigentlich auf die Dinger hier ganz... Ja, kann man. Okay, gut. Gut. Das wollte ich wissen, Ehrenwertsfreunde. Ja. Heute Build & Talk. Gibt's ein Thema? Na... Nicht wirklich, vielleicht im nächsten. Ah, ja, man könnte jetzt natürlich über politische Themen reden, aber ist das ein Nachrichtenkanal, ein Politikkanal? Ich glaube nicht. Und Igitt. Wir können über das Wetter reden, ne? Das Wetter. Ja, das ist echt krass derzeit, ne? Man merkt langsam diesen Klimaumschwung. Und was mache ich hier eigentlich? Unprofessionell. Nichts. Ja. Ich sage mal, das Klima ist hart, ne? Der Klimawandel zeigt sich langsam, der zeigt langsam sein Gesicht, auch in Deutschland. Es ist hardcore. Aus, ich sag mal, zuverlässigen Quellen habe ich erfahren. Es ist in der Region, ich sag's einfach mal, Bayern. Ja, das ist da, ich sag mal, Schnee stürmt und schneit und das finde ich, ja... Ziemlich heftig, ne? Der April macht, was er will, so heißt das ja. Aber das finde ich schon extrem geil. Ich meine natürlich nicht doof. Das finde ich geil. Ich finde noch ganz andere Sachen geil. Ne? Ja. Wow. Das war jetzt nicht so reif hier. Ne? Also, keine reife Leistung. Ja, wie bauen wir das Ding? Ich würde sagen, eins gehen wir noch raus, weil wir es können. Ne? Nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir es können. So, fährt so, dann gehen wir hier so. So eine durchaus raffinierte Wand, ja. Ups, Verzeihung, ich entschuldige mich für diesen Fehlplatzierer. Es wird nicht wieder vorkommen. Denke ich, hoffe ich. Ja, mal gucken. Oh, das sieht doch schon sehr... Sieht interessant aus, sag ich mal, ja. Ja, mächtig, mächtig, ne? Ziemlich Respekt einflößend, würde ich sagen. Ja, das Strohballenhaus, ne? Beherbergt viele Strohballen, die, ja, ganz unterschiedlich sind, die einfach ganz besonders sind, jeder für sich, ne? Ich meine, ohne Stroh wäre schon schlecht, ne? Wäre schon schlecht, kann man nicht anders sagen.
Ich überlege gerade, ob wir hier so einen. Ja, ich glaube, einen machen wir so hin, damit das nicht ganz offen aussieht. Ja. So. Oh, sieht doch schon sehr ordentlich aus, ja? Möchte ich sagen. Ordentlich. Also echt Treppen setzen, ne? Das ist echt eine harte Arbeit, sage ich mal. Eine harte Arbeit. Wobei ich glaube, ich gehe hier noch eins raus, damit es ein bisschen, ja, schicker aussieht, sage ich mal hier so, ne? Schicker. Ja. Ist gleichermaßen übrigens ein How-to-Build gerade, ne? Also wie man so ein Strohballenhaus baut. Ne? Das teste ich gerade auch aus, aber natürlich kann man hier das gerne kopieren. Man kann auch versuchen, dieses ja besondere Gebäude zu kopieren, aber das, finde ich, wird durchaus schwer. Ne? Allein an der Materialwahl. Da hat man hier schon ein ordentliches Sortiment im Angebot, sag ich mal. Ne? Das ist schon mächtig. Ne? Mächtig. Genau wie der Watchtower denn, der ist auch sehr mächtig. Ja, den müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen erweitern. Ja. Ansonsten, was gibt's Neues in der Welt? Anschläge, Mord und Totschlag, wie immer. Finde ich nicht schön. Aber die Menschen lernen es ja auch nicht, ne? Ein Miteinander gibt es nicht, weil es sind nur Menschen und ja, Menschen sind anstrengend, Menschen sind böse, grauenvoll, brutal. Aber auch, es gibt natürlich immer die andere Seite, ne? Es gibt auch nette Menschen. Zwar nicht so viele, glaube ich. Naja, doch, ich glaube, es gibt viele nette Menschen. Und jeder Mensch kann in irgendeiner Weise nett sein, aber ja, was so derzeit in der Welt passiert, ist schon hart. Sollte zu bedenken geben, sage ich mal. Sollte zu bedenken geben. Ne? Ja, mein Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Tja, jetzt schreibt mal aus was, welchem Spiel ich hier diesen Satz zitiert habe. Wer es weiß, kriegt ein. Ja, genau, wer es weiß, also wer es als erstes in die Kommentare schreibt, diesen Kommentar werde ich anpinnen, ne? Und der kriegt dann auch eine namentliche ja, Namenskennung, sage ich mal, im nächsten Part. Und das wäre dann doch schon heftig, sage ich mal. Heftig wäre das doch, oder? Also, ich finde das durchaus, ja, cool, ne? Das hätte schon was, oder? Wenn da so einfach so Youngster LP zum Beispiel, ne? Das wäre schon. Das hätte schon was auf jeden Fall. Das kann man nicht anders sagen. Das wäre schon durchaus respekteinflößend. Ne? Ja, das ist so. Ja, der Strohstall, ziemlich episch. Ja. Ja, das sieht doch schon ziemlich edel aus, darf ich wohl sagen. Edel. Pumpen wir hier so ein paar, ja, ich darf wohl sagen, Strohballen hin, weil wir es können. Ja, das ist doch eigentlich ein nettes, ja, Häuschen, ne? Also, Leute, wenn ihr echt ein cooles Haus haben wollt, aus einem Strohballenlager, dann könnt ihr das so bauen, denn so ist es episch, ne? Da gibt es eine Lysator-Lizenz drauf. Ja. Und ja. Ziemlich cool. Das ist hier echt der Shit. Das kann ich echt nur sagen. Echt Wahnsinn, Wahnsinn. Ich würde sagen, wir setzen hier einfach mal ein paar Bäume hin, damit es nicht so brach das Land liegt, dass das Land nicht so brach liegt. Ne? Das nehmen wir für Bäume. Ich überlege gerade. Nehmen wir Akazien oder Birken. Ich weiß es nicht. Was wäre denn da besser? Schwer zu sagen. Ich glaube, Birken finde ich cooler. Akazien sie auch. Ha, ist das schwer. Ist das schwer. Wir nehmen aber. Ich glaube, wir entscheiden uns hier für Birken, weil Birken einfach hart sind. Es ist doch Birken, ne?
Wäre auch schlecht, wenn nicht. Nun gäbe es ein paar Probleme. Ja. Mit dem Aufnahmecenter. Ja. Ich nehme ja immer an so einem Internetcafé auf, ne, in so einem Internetcafé. Da miete ich mir immer einen PC, damit ich auch ja, den gewohnten YouTube-Content hochladen kann. Ne. Denn ich sag immer so gern, ich schöpfe nicht aus dem Vollen. Ja. Und man muss halt gucken, wo man bleibt, sag ich mal. Ne. So. Uiuiui, jetzt poppen sie auf einmal auf. Ich habe keine Ahnung, wieso das so schnell jetzt geht, aber ich finde es durchaus respekteinflößend, ja. Ich darf wohl sagen, respekteinflößend. Ach ja. Das Landleben. Man kennt es, man liebt es. Und ich bin in einem Baum drin. Das ist sehr cool. Baum, eine Zuflucht für mich. Ja. Denn in Bäumen findet man Leben. Ne? In Bäumen findet man alles, was man zum Leben braucht. Zum Beispiel ein Apfelbaum hat Äpfel. Die Äpfel bieten wiederum, ja, ich sag mal, Fruchtwasser. Also zumindest halt Flüssigkeit. Ne? Würmer, ne? Eiweiß, alles gut. Proteine, kann da seinen Muskelshake aufbauen. Vögel theoretisch auch, ne? Also so ein Baum, das ist schon eine reife Leistung, ne? Zum Beispiel, wenn der Baum irgendwelche Blüten hat, ne? Kommt sogar noch Insekten, also umso mehr Insekten, ne? Zum Beispiel Bienen, ja, dann kann man Honig da machen. Also ja, ich kann nur sagen, kauft euch jetzt einen Baum, pflanzt ihn ein und wartet, bis er groß ist und macht ihr das hier. Baut hier so ein Loch ein und dann gibt ihr so ein bisschen Blätter, so ein bisschen Ästchen, zack. Dann habt ihr hier so eine coole Baumbase. Ja, ziemlich cool. Genau, wir könnten ein Baumhaus bauen. Das wäre doch mal eine nice Nummer. Wollen wir das jetzt schon anfangen, so ein Baumhaus? Wir könnten den harten Stamm schon mal setzen. Oder nee, oder doch? Nee, doch, nee, doch, nee, doch, nee. Ah, ich weiß es nicht. Ich find's eigentlich eh. Ich find's eigentlich eh. Wenn, dann machen wir es mit Eiche. Und wenn, dann machen wir es mit Eiche. Denn Eichen sind für alle da, ganz besonders für meinen Star. Das ist niemand anderes als als meine Fans, ja. Ihr, genau du da draußen, ja. Ohne euch wird das hier nicht funktionieren, ne? Der großartige Support ist Wahnsinn an der Series, also wirklich so ohne Witz, ne? Auf jeden Fall ist das schon krass, ne? Schon krass. Ich überlege, ob ich Planet Coaster mal aufnehme. Bock hätte ich hier richtig dazu. Muss nur checken, ob das mit dem Ton klappt, jetzt endlich mit den Spielen. Ja, müssen wir mal gucken. Habe ich ein paar zwei, glaube ich, angesprochen, dass es da ein paar QC-Issues, sage ich mal, gibt. Ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Ach komm, come on, dude. Yes. Yes, man, this is awesome. So, Knoblauch wollte ich haben. Verzeihung. Ach komm. Nein, so nicht. So nett grad, gell? Wird. Ach komm, wir nehmen den einen und bauen da einen Kasten. Das ist jetzt übrigens der Baum der Weisheit, ne? Kann man ganz klar jetzt hier kurz mal festmarken. Ne? Ich sag mal, wir nehmen hier uns dieses durchaus besondere, ja, Eisengitter, ne? Und ja, setzen es einfach hier rum.
Wir nennen es, ja, wir nennen ihn Baum der Weisheit, denn, nee, nicht Baum der Weisheit, komm. Wir nennen ihn Baum des Könnens, das finde ich besser. Baum des Könnens, weil dieser Baum kann halt viele Sachen. Und er ist naturgeschützt, wie man sieht. Also ich achte auch auf die Ressourcen, ne? Und das ist schon mächtig hier. Das ist schon durchaus mächtig. Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Aber eine Sache, die ich vergessen hatte, beim Watchtower, bei der Watchtower-Episode vor, ja, vor hunderten Jahren, ne? Ist schon nun so lange her, diese Episode. Da wollte ich ja etwas machen. Ja. Wollte was machen. Nämlich das hier. Leuchtfeuer. So hieß es. Nicht Obelisk. Obelisk. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie man Obelisk. Obelisk. Ober. Mann. Ist eben so hart. Ja, was nehmen wir denn als Ressource? Nehmen wir Diamant? Ja, komm. Ach komm. Wir haben es, du. Wir haben es. Ich kann nur sagen, wenn wir es haben, dann kann man es. Was brauchen wir noch? Diamanten-Dingens, ne? Das da. Ja, das da. Ich sagte das da. Meine Fresse, ey. Immer. Bei dieser Leute, ne? Ja, ist schon krass, ne? 16 Minuten mittlerweile. 16 Minuten 37 finde ich ziemlich krass, ne? Jetzt fragt euch sicherlich. Oh! Woher weiß denn der das? Das ist genau 16 Minuten geht hier. Ich habe halt Adleraugen, ne? Ich bin halt ein ganz heftiger Beutz, ne? Und da mache ich gleich hier die ganze Einrichtung kaputt, weil ich einfach so ein, ich darf wohl sagen, ein Rowdy bin, ne? Lol, was mache ich denn hier? Hallo? Oh nein, es regnet. Blick. Ja, machen wir einfach mal zwei. Ja, das ist nicht gebrochen. Nein. Das ist, obwohl es könnte auch wegen dem Ring sein, wir müssen mal reinhören. Ja, ich denke mal, ob das so ein schwarzer Klotz sein soll, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Müssen wir mal sehen, ob wir da was verändern können. Ich denke leider nicht, aber wir müssen mal gucken. Verzeihung. Nee. Na, sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Naja. Haben wir noch ein bisschen am Watchtower gearbeitet. Und ich würde sagen, das war's für die heutige Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben Bäume gesetzt, die echt sehr besonders sind. Den Baum des Könnens haben wir, ja, ich sag mal, besugelt, wollte ich sagen. Den haben wir hier, ja, eingerahmt, um ihn zu schützen. Und wir haben hier den schwarzen Strahl des Todes für den Watchtower, ne? Der verbindet sich da mit dem Universumssaft und kann da jetzt über diese Welt ja Pläne schmieden. Und natürlich das Highlight der Episode, das Strohhaus, das ist schon ziemlich cool. Vielen Dank fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Liken, abonnieren, teilen, das würde mich sehr freuen. Und as always würde ich sagen, ciao, ciao.